Salut, Kontra K hier. Wir sind bei Berlin Music TV Urban und viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei Berlin Music TV Urban. Mein Name ist Vero und neben mir sitzt Kontra K. Hallo. Hallo. Erklär mal ein bisschen Management hier, dann ganz neu, du bist bei 4Music. Wie ist das so aufgeteilt oder was hat sich auch von den Menschen um dich herum verändert? Nicht viel. Also ich arbeite jetzt, ich habe noch ein paar mehr Leute kennengelernt, so, aber ich habe ja immer noch mein Management als Puffer. Manchmal Freunde. Die waren vorher auch schon da? Die waren, ja, fast. Also die waren so, es kam alles miteinander. Kurz nachdem ich hierher gekommen bin zu meinem Management, kam dann auch gleich so der Major-Deal. Aber wir hatten Zeit, uns einzuarbeiten und es geht, es läuft eigentlich alles gut. So, wir sind jetzt so ein festes Team. Ich habe meine Leute, mit denen ich spreche, die ich anrufe und stresse, wenn irgendwas ist. Jetzt sind wir am Ende des Jahres, ne? Das Interview wird dann Anfang des neuen Jahres rauskommen. Inwieweit hat sich denn wann hat sich dieses Team genau verändert? Anfang Juli kam dann die EP raus und Da war ja eigentlich schon so quasi der Wandel, ne? Das kann man sagen. Ja, es hat sich schon, es war schon im ich weiß gar nicht mehr wann, also ich glaube jetzt ist es genau ein Jahr her, dass ich hier beim Management unterschrieben habe, so. Das war nach meinem 12-Runden-Konzert in Berlin, so, da waren die schon zu Gast und dann hat sich das so ergeben, ne? Und dann die EP war auch schon fertig, dann sind wir irgendwann im Juni, glaube ich, haben wir unterschrieben und dann kam im Juli gleich die EP, irgendwie sowas. Mhm. Also es ging alles sehr schnell und war aber nicht, weil es so sein musste, sondern weil ich einfach schon fertig war mit den Sachen und ja. Wir sitzen hier, weil am 6. Februar kommt aus dem Schatten ins Licht raus, quasi dein Debütalbum bei 4Music. Ja. Ja. Die EP Feuerwölfe hast du aber noch selber rausgebracht, ne? Die hat nicht 4Music rausgebracht. Doch, die haben sie schon rausgebracht, aber da war auch kein Wenn und Aber. Du warst eigentlich schon fertig damit und bist dann damit zu 4Music und hast gesagt, okay, dann hau ich das aber auch so bei euch raus. Ja, es war fast so. Ich hatte auch schon ganz viel vom Album fertig. Also ich hatte sehr, sehr viele Songs. Und da ich so ein rastloser Mensch bin und irgendwie immer was machen muss, habe ich dann halt alle Leute um mich rum gestresst und meinte, ey, ich muss jetzt irgendwas machen. Wenn ich jetzt warten muss bis nächstes Jahr, dann kräuseln sich mir die Fingernägel, das geht nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen die EP und gucken mal, was damit passiert. Und ich hatte ja auch schon das Video gedreht zu Wölfe. So. Ich hatte das ja alles schon fertig, bevor ich beim Major war. Wir sind dann in die Türkei geflogen und haben da gedreht und gemacht und getan. Und ich hätte es so oder so rausgebracht und dann haben die gesagt, ey, wir finden das Ding schon so gut, dass wir jetzt schon einsteigen. Du hast ja überall deine Finger im Spiel gehabt oder hast die immer noch. Wahrscheinlich kannst du dich vom Artwork bis ne, zum Vertrieb, alles kannst du wahrscheinlich nicht irgendwie loslassen von. Wie ist denn das jetzt bei einem Major? Ist das irgendwie anders? Sagen sie dir, ey, komm mal zur Ruhe. Wir machen das schon, du hast jetzt gerade hier was ausgesucht. Wir haben Ahnung davon und ne, ist anders als vorher. Es ist auf jeden Fall anders, aber also ich meine, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich sitze ja nicht an dem Schreibtisch, der mich dann bearbeitet, aber ich bin schon sehr, sehr viel involviert so und ich stresse dann die Leute halt, wie gesagt. Also ich weiß eigentlich über alles Bescheid, okay, was jetzt Vertrieb und so angeht und wer das wo wann hinstellt, das ist, solange es irgendwo steht, ist es mir eigentlich egal, aber alles, was Grafik und Videos und betrifft, da bin ich involviert und lasse ich mir auch nicht nehmen. Jetzt sitzen wir hier und du hast EP raus, alle möglichen Tracks schon draußen, 3 Tracks eigentlich, kann man sagen, ne? Ja, so 2,5, 3, ja. Genau, das letzte, jetzt Hassliebe, bleib ruhig. Video ist draußen. Was für, sagen wir mal, Rezension hast du denn irgendwie an dich rangelassen? Welche Kritik hast du entweder positiv angenommen oder welche negativ? Also, so viel Kritik gab es ja gar nicht. Und die, was ist Kritik so? Jeder, der Internet hat, der hat auch eine Meinung. Mhm. Und die interessiert mich eigentlich gar nicht so. Weißt du, mir ist halt wichtiger, so, ey, es hat sehr viele Menschen erreicht, so. Die haben sich verdreifacht. Mhm. Und das gibt mir ja schon recht. Und die paar, die es nicht feiern, die können ja auch auf Dislike drücken und dann sehen sie es nicht mehr und dann ist auch cool. Oder sich überraschen lassen, was halt kommt auf dem Album. Wer kam auf die Idee, diese 2 Tracks zusammenzupacken? Es war eigentlich so eine Grundidee vom Label und ich war erstmal komplett dagegen, weil es so viele gerade gemacht haben. Es hat sich dann aber so ergeben, dass es top gepasst hat, dass wir gesagt haben, ey, guck mal, wir nehmen die beiden Tracks, da zeigen wir auch, was du kannst und. Und ich habe halt dann zusammen mit den Jungs von Famefabrik das ausbaldowert, wie das passt von der Story und habe halt da so einen halben Film draus gemacht. Mhm. Dann haben wir gesagt, wir spielen den einen Song auf jeden Fall ganz und den anderen halt nur an, weil ich hätte es zu schade gefunden, jetzt nur die anzuschneiden beide.
Und so war ich dann auch cool damit und bis jetzt hat es gut gepasst. Wie genau kamst du auf die Idee und warum musste es so ein, sag ich mal, so ein Brett sein? Ja, also wir wollten den Song auf jeden Fall machen. Das war einer der letzten Songs, die entstanden ist. Und dann waren halt so sich alle einig, dass wir gesagt haben, wir machen den Song als Videoauskopplung. Und dann habe ich halt gesagt, ey, da muss ein Treatment her, was auf jeden Fall rockt. Und dann kamen die ersten Ideen so. Und dann habe ich mich da ja natürlich gleich, wie ich bin, eingeschaltet und alles nochmal umgeschmissen. Und dann haben wir uns zusammen da einen Kopf gemacht. Und ja, so hat sich das ergeben. Die kamen mit einer sehr guten Grundidee von Famefabrik, die Jungs. Und ich habe halt dann nochmal meinen Senf dazugegeben und das ist bei rausgekommen. So, ich bin sehr zufrieden. Ja, ist ja, in der Story sieht man dich als gegenwärtige Person, wie du heute bist. Und der Junge von damals, inwieweit, gerade auch jetzt erstmal, wenn wir nur künstlerisch das sehen oder betrachten, ist ja schon mal schön zu sehen, dass es irgendwie auf jeden Fall gut umgesetzt wurde, dich da zu sehen und im Hintergrund spielt quasi deine Vergangenheit ab. War dir das wichtig, dass es authentisch rüberkommt? Ja, schon. Also es ist jetzt nicht eins zu eins so irgendwie passiert, aber es ist sicherlich ähnlich so passiert und ist ja jetzt nicht eine bestimmte Person, die ich da meine, sondern es ist so der Einfluss von vielen Personen und vielen verschiedenen Dingen, die passiert sind und die habe ich halt in eine Geschichte verpackt und wir haben sie in dem Video zu einer bestimmten Person gemacht, die halt da der Protagonist ist so und ja, es war... Bist du bei so einem Cast auch involviert? Ja, ja, also da war ich so, was heißt, die Jungs haben sich da Leute rausgesucht so, ich habe dann Fotos bekommen und meinte, ey, der sieht mir zu weich aus, der sieht mir da so aus und mir war schon wichtig, dass da irgendwie so ein bisschen Verbindung ist. Und das haben sie ganz gut gemacht. Ich war sicherlich noch ein bisschen anders als da jetzt, als der Junge, der mich jetzt spielt. Aber es hat halt, es passt gut so. Ist ein gutes Video geworden und man erkennt es ja. Weißt du von dem Jungen, dass, ob er sich ein bisschen mit dir auseinandergesetzt hat vorher? Ja, klar. Also die waren auch beide komplett in Ordnung. Böse sowie, also im Video der Böse und der Gute waren beide echt lustig drauf so. Die haben ihre Sache richtig gut gemacht, haben sich komplett Mühe gegeben. Er konnte den ganzen Text, er sollte ja eigentlich in anderen Szenen den Text rappen, wo wir dann doch gesagt haben, nee, machen wir nicht. Aber, also die wussten, was sie machen auf jeden Fall. Anhand dieses Videos will ich dir nur ein paar Fragen stellen. Und zwar steht da, hat einer geschrieben, als richtiger Kampfsportler bist du eigentlich nie auf Masse, außer du willst die großen Gewichtsklassen in Angriff nehmen. Ja, ich betreibe Kampfsport, seitdem ich klein bin. Ich habe zwischendrin lange nichts gemacht so und jetzt wieder seit 6 Jahren aktiv. Und ich bin halt, da geht es ja auch um Gewichtsklassen, ich bin in der 81-Kilo-Gewichtsklasse, ist schon schwer so, da scheppert es schon. Aber warum soll ich jetzt noch breiter sein oder auf Masse gehen? Ich bin so, wie ich bin und ich fühle mich wohl und top. Wir haben ja Image angesprochen. Wie siehst du das da jetzt zum Beispiel, wenn so ein Farid oder ein Kollege jetzt, sag ich mal, ihre Probephase noch dafür nutzen, um auch irgendwie, weiß ich nicht, ihre sportliche Leistung oder ihren Körper auch noch ein bisschen, ne, so zu präsentieren? Ja, top. Ey, ja, sollen sie doch machen. Ist ja eben gegönnt. Der eine hat, die haben ja auch beide irgendwie einen Deal mit irgendwelchen Sportsachen. Der eine hat eine App rausgebracht oder sein Fitnessprogramm. Im Endeffekt sind das auch Leute, die irgendwo ihren Sport feiern so und dann sollen sie das auch machen. Sport ist eine Sache, die verbindet und die weit über Altersklassen, Herkunft und alles hinweg geht und von daher finde ich es gut, wenn die das machen. Das mit ihrer eigenen Musik zu koppeln, ist auch normal schon geworden in der heutigen Zeit? Weiß ich nicht. Ja, jeder wie er kann und jeder wie er will. Mhm. Wenn sie das feiern und so dahinter stehen, finde ich es gut. Und ja, ich mache es ja auch so und ich fahr damit gut, ich freue mich, ich kann dahinter stehen und sei eben gegönnt auf jeden Fall. Trainierst du eigentlich noch nebenbei, Leute? Ja. Also ich bin ja immer noch Trainer im Verein, ich boxe aber, ich trainiere selber sehr viel, ich boxe jetzt gerade nicht, ich will im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder kämpfen, wenn die Zeit es zulässt, wegen Tour und, also es ist immer weniger, aber auf Tour habe ich immer jemand dabei, der mir die Pratzen hält oder ich mache auf jeden Fall 5-mal die Woche Sport. Und wenn ich wieder hier bin, dann bin ich auch beim Training, wir haben immer jeden Tag außer Donnerstags und Sonntags Sport von 18 bis 20.30 Uhr. Und wie gesagt, meine Jungs gehen alle auf Kämpfe. Ich bin immer mit in den Ecken. Ich kümmere mich da auch noch sehr viel. So. Jetzt stehst du aber hier und hast jetzt, sag ich mal, einen Major-Deal. Hast wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Kohle jetzt am Anfang bekommen. Machst aber noch andere Sachen. Und zwar, du machst noch deine Trainingssachen, verdienst wahrscheinlich damit Geld. Dann bist du auch Industriekletterer, hast deine eigene Firma gleich mit deinem Bruder, genau. Ja. Und da verdienst du auch Geld. Wie wichtig sind diese quasi, in Anführungsstrichen, Nebenjobs, neben der Musik, um dich jetzt noch über Wasser zu halten? Ich
Naja, das ist vor kurzem noch. Das eine ist, also das Boxen ist, da butter ich eher Geld rein. Also ich sponsor meinen ganzen Verein, ich krieg da kein Geld. Ich mache das ehrenamtlich so. Sind viele Jugendliche, sind auch viele über 20er und Anfang 30er und ich mag einfach den Boxsport so. Ich bin da verfallen. Ich mag es, mich mit anderen zu messen. Ich mag es, wenn Leute, mit denen ich trainiert habe, die ich begleite so, oder mit meinem Trainer vor allen Dingen, der die meiste Arbeit macht, beide Trainer, wenn wir da Leute begleiten und du siehst, dass sie Erfolge einholen, so, das ist viel mehr wert als 200 Euro für Trainingsstunden zu bekommen oder so. Da verdiene ich nichts. Das ist einfach meine Freizeit, mein Hobby. Ich möchte, dass mein Sohn irgendwann Bock hat auf den Sport. So. Aber Industrieklettern ist schon sehr wichtig, weil ist jetzt nicht so, dass ich richtig viel Geld bekommen habe oder so, um Gottes Willen. Ich könnte davon leben. Mancher kann davon besser leben, mancher schlechter, mancher buttert alles weg, mancher nicht. So, selbst wenn ich jetzt ohne Ende Geld bekommen hätte, würde ich immer noch meine Firma behalten, weil wie gesagt, ey, du kannst ganz oben sein und kannst auch ganz schnell wieder einbrechen. Und warum soll ich mich auf eine Sache verlassen, wenn ich noch eine andere Sache habe, die sehr, sehr, sehr absichernd ist in dem Bereich, sag ich mal. Zurück zum Video. Hassliebe bleibt ruhig. Ja. Jetzt kommt ein anderer und sagt, ich finde irgendwie die Double-Time-Parts hat Kontra K nicht nötig. Ich mag seine langsamen Passagen viel mehr als diese eingeschobene Double-Time. Sollte dabei bleiben, klingt echt besser und wirft einen nicht so aus dem Hörfluss. Heutzutage muss ja nicht alles Technik sein. Ja. Hast du dazu was zu sagen? Auf jeden Fall ein sehr, sehr kritischer Hörer, der sich sehr viel Mühe mit seinen Kommentaren gegeben hat. Ich höre alle Musikrichtungen, ne? Ich höre Rocksachen, ich höre alles. Ich höre Memphis und früher habe ich nur Memphis gehört, South und dieses ganze Double-Time-Grapper von Bone Thugs in Harmony bis 36 Mafia und Skinny Pimp. Und wenn du das vermischt, einfach, ich mag diese Technik so zu rappen, das so zu transportieren mit vom Gesang zum Double-Time und so. Ich feiere es und ich mache die Musik nicht, um anderen Leuten zu gefallen, sondern am Ende des Tages habe ich ja immer Musik gemacht, um irgendwie die selber zu hören und zu sagen, ja Mann, das ist es jetzt, was ich machen wollte. Und ich meine, es sind ja auch andere Lieder bei, so, weißt du, dann ist das Lied halt nicht seins, sondern das nächste. So. Dann kommt der Nächste und sagt, die Stimme von Kontra K ist normalerweise ziemlich weich. Bei dem Track hätte der Beat seine Stimme fast komplett geschluckt. Darum ist die Stimme ein bisschen verändert worden, damit er besser raussticht. Also es wurde ein bisschen kritisiert, dass deine Stimme etwas roboterhaft oder halt... Wir haben mit Absicht so einen Flanger drüber gemacht, so was einfach, gibt es bei vielen, das haben alle schon einmal gemacht. Und es war langweilig, wenn sie immer gleich klingt. Und da wird dann jeder zum Technikprofessor und schreibt darüber. Ich hatte halt Bock, das ist so ein Gitarrenriff, da habe ich gesagt, komm, mach das darüber, dann klingt das auch nochmal wie in einem Guss. Weil wenn sie überall gleich klingt, dann ist das Album irgendwann langweilig und... Ich fand, war ein sehr gutes Mastering. Auf jeden Fall hat er dann wahrscheinlich sein Handy zu leise gehabt beim Hören oder so. Aber es gibt immer so solche Leute, denen es dann nicht gut genug ist. Was thematisierst du ganz, ganz genau jetzt, sag ich mal, Hassliebe? Du erzählst ja, ich liebe dich, ich hasse dich. Von was redest du genau? Diesen Engelchen- und Teufelchen-Spiel, was jeder, glaube ich, kennt? Nee, es ist eher so, es gibt so, wenn man aus dem Umfeld kommt, wo ich herkomme oder... Muss auch nicht immer das Umfeld sein, wo ich herkomme, aber wenn man sich so in so einem Kreisen bewegt hat, gibt es halt oft Leute, die mehr gegen dich arbeiten als mit dir. So ohne, oder du bist denen gegenüber, weiß ich nicht, du hast da so eine Loyalität, die eigentlich grundlos ist. Weißt du, du investierst viel mehr, ist so eine einseitige Investition in eine Freundschaft. Und man entwickelt sich auseinander, aber du willst es eigentlich nicht wahrhaben. Und bist immer noch so treu demjenigen gegenüber, dass du alles machen würdest, so in Messer laufen, obwohl er für dich nicht mal annähernd dasselbe machen würde. So. Und das ist eigentlich genau das, dass man sagt, so, ey, ich liebe dich und ich hasse dich so sehr. Und wie kann ich sowas so lieben, was mich so hasst wie du? Weil das ist ja eben genau das so. Man sollte immer nicht abwiegen, wer gibt jetzt mehr in der Freundschaft und wer nicht. Aber es sollte schon ausgewogen sein, um ein gesundes Verhältnis zu ergeben. Dazu resultiert dann auch irgendwie dein Handeln. Ne? Was machst du jetzt? Liebst du den Menschen? Hast du ihn jetzt? Wie handelst du jetzt? Machst du den Scheiß halt mit oder halt nicht? Du hast jetzt also quasi in der Vergangenheit den Scheiß teilweise mitgemacht, den du heute, gehe ich jetzt mal davon aus, deswegen verarbeitest du das wahrscheinlich in deinen Songs, zum Teil bereust oder es niemand anderen wünschst. Oder warum redest du immer und immer wieder genau über diese Themen? Ja, ich bereue sehr vieles, aber... auch nicht, weil, also ich meine, es ist ja mein Werdegang, ich bin der ich bin, weil ich die Sachen gemacht habe, die ich gemacht habe.
Aber ich bereue eher die Sachen, die anderen Menschen geschadet haben. So, weißt du, wenn du Dritten geschadet hast, die eigentlich nichts Schlimmes gemacht haben, so, das ist immer uncool. Aber so diese ganzen Kavaliersdelikte, in Anführungsstrichen, habe ich halt gemacht. Die haben mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. So. Ich verarbeite halt einfach viele Sachen, so, was mich beeinflusst hat. Ist nicht so, dass ich mit dem Zeigefinger den Leuten sage, ey, mach das nicht, mach das nicht. Ist halt einfach, was mich bewegt und was ich auch immer noch sehe. Es gibt halt so viele Freunde, die dann neben dir sind, die du auf einmal hast, so, und die dann aber ganz schnell wieder weg sind. Und deswegen sage ich halt einfach, ey, halt dir einen kleinen Kreis, einen guten Kreis und halt dich fern von dummen Menschen. Wie mein Vater, ein weiser Spruch von meinem Vater ist, einfach von Dummen lernst du nichts. So, das sind immer so diese kleine Bauernweisheiten, die ich mir selber sage und mit denen ich mich eigentlich selber immer wieder therapiere und mir eigentlich in meinen Songs immer wieder selber sage, wie es sein sollte, so, oder wie es eben nicht sein soll. Wie begegnet denn ein Kontra K heutzutage neuen Menschen in seinem Leben? Menschen vielleicht, wo du weißt, die gehen auch nicht so schnell. Ist immer schwierig für mich mit neuen Menschen. Ich bin immer zu allen gleich nett. Also ich bin jetzt nicht so, hey, überschwänglich und so. Aber, also ein gesunder Abstand und dann gucken wir mal, was passiert. Oder ja. Bist du gleich so auf Kontra? Ich gebe immer erstmal Kontra, aber nicht böse. Also ich bin niemandem feindlich gesonnen, so, aber ich halte erstmal alle tendenziell lange auf Abstand. So. Ich meine, man muss sich auch erstmal Loyalität, muss man sich verdienen. Und deswegen mag ich es nicht, wenn viele mich so runterbrechen. Ah, da ist er gar nicht loyal. Ja, ihr wart ja auch nicht von Anfang an dabei. Wem schulde ich Loyalität und wem nicht? Deswegen halte ich viele auf Abstand. Das ist auch für jeden besser. Man soll nicht unhöflich sein, aber man darf auch nicht zu schnell alles geben. So. Wir reden ja hier über dich, das heißt, es ist deine Meinung. Ja. Ja? Jetzt sagt aber sich der andere vielleicht, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich dir was beweisen muss, aber du musst mir auch was beweisen. Ja, geht ja. Das macht ja die Zeit regelt das. Ne? Die Zeit kommt und gibt dir irgendeine Situation, in der sich dann beweist, wer wie zu wem steht. So. Das ergibt sich ja auch erst. Man muss ja erst mal gucken über eine Zeit lang. Du kannst ja nicht von heute auf morgen so eine innige Beziehung oder eine Freundschaft zu jemandem aufbauen. So, das ergibt sich. Ich bin ja, wie gesagt, niemand ist mein Feind, aber auch niemand gleich mein Freund. Ja, im Internet kann man auf jeden Fall deine Story oder deine Biografie auch nachlesen. Da erzählst du auf jeden Fall eine Menge schon drüber. Das möchte ich jetzt nicht alles ganz genauso hören, aber du preist deinen Vater immer sehr, sehr. Ne? Wer ist deine Mutter? Meine Mutter ist auch eine gute Frau. Es gab halt viele Sachen, so, die waren einfach nicht so, wie sie sein sollten in der Vergangenheit. Das hat nichts damit zu tun, dass sie kein guter Mensch ist oder... Ich habe bloß die wichtigsten Sachen von meinem Vater mitgenommen. So, ne? Es gab so Sachen, da will ich gar nicht näher drüber eingehen, weil es halt einfach so eine krasse Geschichte für sich selber ist und die geht keinem was an. Die haben tausend andere Menschen in anderen Situationen auch. Weißt du, jeder hat so sein Päckchen, das ist halt mein Päckchen. Und ich habe immer noch wieder ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Es war aber auch nicht immer alles so leicht. So. Kennst du das heutzutage auch, umso älter man wird, dass man sich dabei ertappt, gleiche Dinge zu tun, wie die Eltern es einem ne, vorher auch irgendwie gezeigt haben? So manchmal so Kleinigkeiten und denkst, ey, scheiße, das habe ich früher gerade gesagt, Weg niemals machen. Na, bei uns war es ja nicht so, dass so elternhausmäßig war, hier Papa, Mama da, sondern es war halt komplett alles zerrissen. Von daher ist schwer, das so zu sagen, aber ich ertappe mich schon, dass ich genauso werde wie mein Vater. So ein übervorsichtiger... wie so eine Glucke, die auf ihr Küken aufpasst. Aber ich nehme es gelassen. Also ich mache sicherlich nicht dieselben Fehler, die bei mir passiert sind. So. Aber ein paar Eigenheiten habe ich schon übernommen von meinem alten Herrn. Ja. Jetzt habe ich noch ein paar kleine Fragen. Und zwar, woher hat er die Jacke im Video? Fragen so viele. Im Video, ja. Ja. Woher hast du die Jacke? Wir wollen alle möglichen Leute wissen. Soll ich das jetzt sagen? Hier so einfach. Ja, einfach so. Habe ich irgendwo mal irgendwann eingesammelt bei irgendeinem H&M in Italien oder so. Ich weiß es nicht mehr. Oder in irgendeinem Laden. Ich habe keine Ahnung. Wirst du gesponsert von irgendjemandem? Ich habe im Boxbereich habe ich einen Sponsor. Mhm. Da ist Adidas, Sportart 3 auf jeden Fall. Mhm. Die waren auch relativ am Anfang mit dabei. So, und mit denen werde ich auch weiter zusammenarbeiten. Die unterstützen mich überall. Die geben permanent Sachen für meine Jungs. Wir sind ja nicht so ein reicher Verein. Wir sind der ärmste Verein mit den wenigsten Sandsäcken, aber den meisten Erfolgen. Und da greifen wir halt an. Ne? Und da haben die mir geholfen und da von denen kriege ich eigentlich auch alles, was ich will. Die haben auch dafür gesorgt, dass ich, wenn ich Bock habe auf Schuhe, so, dass dann von Adidas auch mal Schuhe kommen für mich oder eben auch für mein Umfeld. Jetzt nochmal so eine Frage, die auch einige interessiert haben, und zwar, was für ein Haargel-Wachs benutzt Kontra K? Ey, das war nicht sein Ernst. Was rumliegt, was da ist, so, keine Ahnung. Mal gar keins. Mal gar keins? Weil ich glaube, du hast immer perfekt sitzende Haare. Naja,
Gel, keine Ahnung, Gel, Haarwachs, was da ist. Ich glaube, ich habe das auch irgendwo gelesen und dachte mir so, ey, wir haben ganz andere Probleme, Mann. Frage, siehst du dich denn selber als Vorbild irgendwie bei den Kids? Mittlerweile weiß ich nicht. Also es ist so ein, ist eher ein Beispiel, aber positives Beispiel. So, ne? Ich habe halt meine Sachen gemacht und um Gottes Willen will ich nicht, dass Ella dieselben Sachen macht. Aber andererseits, mit den Stories zeigst du den Leuten auch, na gut, ihr könnt es machen, aber ihr könnt da wieder rauskommen. Ja klar, weil ich ja gerade Leute anspreche, so, die in derselben Situation waren, sind oder reingeraten. So, ich meine, kann jeden irgendwo mal treffen oder auch Leute, die eben nicht aus dem Umfeld kommen, aber jeder kann sich da irgendwo was rausnehmen, was für ihn passt. So. Ne? Also. Inwieweit arbeitest du denn heutzutage noch an dir selber? Weil du hast auch in früheren Interviews irgendwie angesprochen, dass du so eine Neigung zur Aggressivität hast. Inwieweit kriegst du das denn heutzutage in den Griff? Ist schwer, weil ich habe immer noch so meine 5 Minuten und die sind auch echt schwer mit mir. So, das kennt jeder, aber ich bin nicht mehr so, dass ich das bei Fremden auslebe oder so. Es gibt sicherlich eine Grenze, die man gar nicht überschreiten sollte, aber die hat jeder Mensch so. Also, weißt du, dass, wenn mich jetzt draußen auf der Straße jemand angreift, das ist die eine Sache, dann bin ich halt so aggressiv, wie ich bin, da kann ich nichts für. Aber es gibt so manche Situationen, wo es echt unnötig ist. Also ich arbeite auf jeden Fall noch an mir so und manchmal platze ich halt so. Ich bin so ein Mensch, der die ganze Zeit zurückhält und es tropft, das Fass wird immer voller und irgendwann läuft es halt über und in meinem Fall platzt das so und dann bin ich eine halbe Stunde komplett durch, man kann mit mir nicht mehr reden, aber danach bin ich auch wieder so auf Versöhnungsbasis und gebe ihm die Hand und sage, ey, okay, war jetzt überreagiert, aber so und so und so und so. Es kommt immer auf die Situation. Also du kommst auf jeden Fall als sehr reflektierender Mensch rüber. Jetzt ist die Frage, wie gehst du sowas auch vielleicht auch professionell an? Wie meinst du? Mit Namen auslassen? Ich sag mal so, dass du dir vielleicht irgendwie von außen Hilfe holst. Nee. Also ich rede jetzt nicht nur von einem Psychologen, ich rede auch, es gibt Mentaltrainer heutzutage, gerade im Sportbereich, was gang und gäbe ist. Sowas kommt aber für dich nicht in Frage? Ich muss lachen, weil mir viele Leute gesagt haben, Alter, du musst zum Psychologen. Ja, das ist ja eigentlich gar nichts irgendwie Schlimmes heutzutage mehr, oder? Aber ich arbeite lieber an mir selber. So. Ich sehe ja, was ich falsch gemacht habe. Ich bin ja kein dummer Mensch und ich will auch keinem unterstellen, der zum Psychologen geht, dass er dumm ist, aber ich bin für mich soweit so, kannst dir selber helfen. Ja, das ist Zeitverschwendung, mich damit jetzt mit jemandem hinzusetzen. Ich habe halt eine Familie, ich habe einen Job, ich habe noch einen zweiten Job. Ich habe genug zu tun und ich habe es Boxen. Ich glaube, wenn ich nicht boxen würde und nicht 5 Tage die Woche zum Sport gehen würde, dann wäre ich wieder sehr unausstehlich und dann sollte ich wahrscheinlich zum Psychologen. Aber jetzt bin ich so weit cool mit mir, dass es geht. Und immer, es wird auch immer besser. Also es ist nicht so, um Gottes Willen, dass man mit mir nicht arbeiten kann. Mhm. Ich meine, sicherlich gibt es Momente, wo sich das jeder wünscht, aber es gibt auch wieder Lichtmomente. Mhm. Also ich könnte mit dir jetzt noch stundenlang reden, aber wir müssen. Du hast Termine. Wir holen es nach. Wir holen es nach, genau. Wir können dich auf jeden Fall am 11.04. im Huxleys sehen, hier in Berlin. Ja. Auf jeden Fall alle vorbeikommen, würde ich sagen. Ja, ich freue mich. Und 6. Februar auf jeden Fall alle Alben kommen. Ja, ein Muss. Ja, wenn euch das hier gefallen hat, ja, dann gebt uns doch mal einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Sagen wir ciao, ciao, ne? Ciao.